Drittes Update. 29.02. 4,5 Wochen noch bis zum ersten Wettkampf. Es sind 4,5 Wochen. Die letzte Woche ist immer so ein bisschen speziell. Das ist ja die Peak Week dann. Und wenn wir alles richtig geplant haben, treffen wir uns sogar noch einmal kurz bevor es losgeht. Die Peak Week, wie gesagt, ist ein bisschen anders. Da ist das Essen komplett anders. Da wird entwässert, wird der Körper wieder aufgewässert. Aber wir sind jetzt heute hier, um mal drüber zu sprechen, was die letzten 4 Wochen so passiert ist. Und es sind ein paar Sachen passiert, gute Sachen, aber ich habe ein paar kleine Fehler gemacht, auf die wir gleich auch mal drauf eingehen werden. Wir sind jetzt bei zwischen 104 und 106 Kilogramm. Das heißt, Gewicht ist jetzt zum Glück endlich mal so ein bisschen eingependelt, dass wir gar keinen großen Gewichtsdrop mehr haben. Wir waren beim letzten Mal, wenn ich mich nicht richtig täusche, um die 108 Kilogramm rum. Das heißt, der Körper hat sich stabilisiert. Wenn man sich aber später halt das Form-Update mal anschaut, wird man da sehen, dass auch schon ein paar kleine Änderungen wieder zu sehen sind. Was halt Fülle der Muskulatur betrifft, was aber auch wieder so ein bisschen, wie sehr die Muskeln eben freigelegt sind, auch betrifft. Das heißt, die Schnitte sind tiefer, vor allem im Bauchbereich sieht man da einen sehr, sehr deutlichen Unterschied, den man hoffentlich auf dem Video auch gut erkennen kann. Das heißt, der Körper entwickelt sich eigentlich gerade genau dahin, wo halt eben hingehen soll. Tatsächlich ist am meisten Fett jetzt nur noch an den Seiten rechts und links. Das heißt, diese Love Handles, wie es immer so gern genannt wird, da liegt eben noch am meisten Fett mit drauf, zumal es aber auch nicht mehr viel ist. Das heißt, wir sind für einen Amateurbereich, kann man sagen, sind wir schon eigentlich fast fertig. Natürlich für einen Profibereich reicht das nun lange nicht aus, aber so vom Körperfettanteil aktuell her sind wir auf einem richtig guten Weg mit diesen knapp 4,5 Wochen eben davor. Das ist wirklich brutal schwer zu sagen. Also wenn ich mich jetzt anschaue, kann ich nicht sagen, wie viel Kilogramm Fett da noch realistisch drauf sind. Man kann ihm nur noch sagen, wie viel Kilogramm Wasser der Körper eben noch verlieren wird. Und da kommen wir auch schon zu meinem ersten Fehler, der in den letzten 4 Wochen passiert ist. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich vertrage keine Energy Drinks, vor allem kein Monster. Ich habe gesagt, ich lasse das raus, weil es einfach Wasser in meinem Körper zieht und weil es mir extrem viel Hunger bringt. Und ich habe angefangen, wieder Monster zu trinken. Und natürlich habe ich nicht angefangen mit einer Dose, sondern halt nur mit 2 am Tag. Einfach weil ich dachte, okay, ich brauche jetzt wieder irgendwas, ich will irgendwas Süßes haben. Und habe dafür halt direkt die Quittung bekommen. Das heißt, mein Körper hat wieder mehr Wasser eingelagert. War tatsächlich so weit, dass ich dann gestern auch wieder diese schönen Ränder über den Socken eben drüber hatte. Was dann auch wieder zu diesem Gewichtsanstieg geführt hat, den ich vorhin erzählt habe. Also zwischen 104 und 106 Kilogramm liegen wir gerade. Wie gesagt, auch eben wassertechnisch geschuldet. Also wir haben einmal das intrazelluläre Wasser, das ist ja das, was in der Muskulatur eben drin ist, und eben das extrazelluläre Wasser, das, was unter der Haut eben drin ist. Und dieses extrazelluläre Wasser kommt halt eben oft durch das Stress, das heißt durch Stresshormon, oder eben dann auch in meinem Fall eben durch das Koffein oder die Zusammensetzung zwischen Koffein und den Süßstoffen in dem Energy Drink, also im Monster eben mit drin.
Und Ziel ist oder Plan ist natürlich für mich, dass ich wieder aufhöre damit, die End des Monster zu trinken. Wird natürlich schwer für mich, weil das jetzt gerade so ein Laster ist, den ich mir jetzt gerade aneigne. Ist Durchhaltevermögen. Und das ist der eigentliche Plan. Im allerschlimmsten Fall, wenn ich es nicht schaffe, muss ich halt für mich im Hinterkopf behalten, okay, ich weiß, dass es vom Wasser her ist und muss halt probieren, die letzte Woche halt eben dann rauszulassen. Aber besser ist es halt von Anfang an, das wieder wegzunehmen, anstatt es dauerhaft mit dazu zu nehmen. Für mich persönlich ist es gerade einfach nur rein optische Natur. Für eine normale Person ist es natürlich nicht gefährlich. Aber wenn wir jetzt uns das Thema Lymphfluss einmal anschauen würden, ist natürlich auch ein gestörter Lymphfluss irgendwann nicht ganz so optimal. Das heißt, wenn jemand jetzt natürlich extrem viel Wasseranlagerung im Körper hat, wäre es nicht da auch ratsamer zu schauen, woher diese Wasseranlagerung kommen und was man eben dafür bzw. dagegen eben machen kann. Ich meine, Lymphdrainage ist ein Begriff, den kennt jeder und wird ja auch eben von vielen, vor allem auch primär bei Frauen, ja auch eben mit durchgeführt, diese Lymphdrainage, um diesen Lymphfluss wieder anzuregen. Wir hatten letzten Sonntag das letzte Update mit dem Coach gehabt. Da waren wir auch einmal persönlich vor Ort in Koblenz bei Manuel. Und da haben wir uns dazu entschieden, dass die Kohlenhydrate und alles weiterhin gleichbleibend sind, nur dass das Cardio-Training ein Stück nach oben angehoben wird. Kohlenhydrate bleiben gleich, weil der Körper eben aktuell noch sich verändert, er verbessert sich. Wie gesagt, die Fülle wird mehr, das Fett wird weniger oder es wird alles freier und die Schnitte werden tiefer. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Kohlenhydrate aufgrund der Energie, die sie bereitstehen, beizubelassen. Aber wir haben jetzt eben abends noch vor der letzten Mahlzeit noch 20 bis 25 Minuten Cardio mit eingebaut. Das heißt, ich war die ganze Zeit bei 45 Minuten Cardio am Vormittag, also vor dem Frühstück, war dann nachmittags im Training und war danach eben fertig für den Tag. Jetzt ist es so, ich mache morgens mein Cardio vor dem Frühstück, gehe dann ins Training, meistens so um 17 Uhr rum und habe dann abends um 21 Uhr, so eine Stunde nach meiner Post-Workout-Mahlzeit, habe ich eben nochmal 20, 25 Minuten das Laufband und gehe danach dann eben ins Bett mit meinem letzten Shake oder mit meinem letzten Eiklarkuchen. Vom Krafttraining her, das heißt, du hast jetzt jeden Tag Cardio zusätzlich? Mhm, genau, schon. Es waren immer 45 Minuten Cardio und jetzt sind es halt immer knapp eine Stunde 5, eine Stunde 10. Das ist komplett gleich geblieben. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich nicht zu sehr zu viel machen möchte. Also mir fällt es sehr schwer, aktuell weniger zu trainieren, weil an Tagen, wo ich trainiere, habe ich erstmal eine Mahlzeit mehr, die ich essen kann, weil da esse ich nach dem Training noch einen Eiweißshake und noch ein paar Maiswaffeln, also 50 Gramm. Und das ist natürlich auch dann so 2 Stunden, die vom Tag gefüllt sind. Und dann an einem Tag, wo ich halt jetzt nur zum Beispiel nicht am Arbeiten bin am Wochenende, ist der Tag für mich einfach sonst zu lang und ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil ich will mich irgendwie ablenken und irgendwann läuft dann der Fokus halt vom Ablenken her. Was macht man? Okay, man könnte ja essen. Weil selbst wenn man Zeit mit Freunden verbringt, ist immer diese Zeit auch in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich mit dem Essen verbunden. Also wenn man abends zu Freunden geht, wird zusammen Abend gegessen oder stehen irgendwelche Snacks auf dem Tisch rum. Und das ist halt gerade aktuell so ein bisschen sowas im Kopf, was man auch halt ganz klar machen muss. Okay, ich bin jetzt zwar hier, ich bin jetzt an diesem Abend mit den Freunden, aber ich mache jetzt halt mein Essen und die essen halt ihres. Und das ist halt manchmal richtig schwer. Mein persönlicher Tipp ist dann am Wochenende eben genauso aktiv zu sein wie an einem Arbeitstag. Das heißt, der Arbeitstag ist bei vielen strukturiert. Es geht um 8 oder 9 Uhr los, um 12 Uhr passiert dann eben eine Pause und dann wieder eine Aktivität bis um 17 Uhr. Wir haben es jetzt aktuell so eingebaut, dass ich jetzt immer samstags mit meiner Frau in die Stadt fahre, in irgendeine Stadt, um halt da aktiv zu sein, unterwegs zu sein. Ich habe mein Essen komplett dabei, das heißt, ich bin versorgt, mir geht's gut, aber ich habe halt andere Eindrücke. Aber wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen würde, wäre das für mich persönlich eben nichts, was ich machen könnte. Wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, über Personen, die vielleicht jetzt nicht den Wettkampfsport machen, aber halt eben im Freizeitsport mit drin sind, die auch eine Diät durchgehen. Dem würde ich empfehlen, das Wochenende halt auch genauso bewusst wahrzunehmen und trotzdem die Struktur, wie sie unter der Woche ist, auch eben beizubehalten. Weil was ja in vielen Fällen das Schlimme ist bei so einer Diät, ist, wenn der Körper aus dem Rhythmus rausgerissen wird. Vor allem der Schlafrhythmus ist da ein wichtiger, also wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn wir jetzt immer unter der Woche, in meinem Fall um 5.30 Uhr aufstehen und halt abends um 11 Uhr ins Bett gehen und ich jetzt am Wochenende auf einmal irgendwie bis 1, 2 Uhr nachts unterwegs bin, dann fehlt mir entweder Schlaf, weil ich am nächsten Tag eben dann zur selben Zeit aufwache, oder ich schlafe halt deutlich länger
und bin dann am Abend nicht so müde. Dann fällt es mir wieder schwer einzuschlafen, dann muss ich am Montag wieder früh raus. Dann fehlt meinem Körper dieser Schlaf, was wiederum Stress bedeutet, was dann wiederum das Hunger nach oben anhebt. Das heißt, Hungerhormon ist, glaube ich, das Ghrelin. Kann sein, dass es falsch ausgesprochen ist, aber wenn das eben nach oben ansteigt, ist halt auch nicht so optimal für eine Diät. Das heißt, Routinen beibehalten, aber alles genauso bewusst wahrnehmen und, wenn es wirklich um keine Wettkampfdiät geht, auch bewusst das Essen mit der Familie eben mitnehmen. Das heißt, es gibt ja immer am Abend irgendwas Schönes zu essen oder wenn man ins Restaurant geht, da gibt es ja immer Varianten, die man wählen kann. Es gibt das extrem kaloriendichte und kalorienreiche oder auch eben Varianten, die halt nicht ganz so kaloriendicht sind. Da würde ich natürlich eher auf diese Mahlzeit eben rübergehen. Also ich bin ein riesiger Fan von Burger, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn man ein Restaurant geht, wo es eben einen Burger und Pommes geben würde, hat man natürlich da die Option, erstmal die Portion Pommes anzupassen, von der Größe her die Portion Pommes anzupassen. Man hat die Option, eben da auch mit dem Salat zu arbeiten. Oder auch eben die Option, dass man sagt, man will die Pommes unbedingt dabei haben, wählt aber den Burger und in vielen Fällen geht es, dass man den Burger mit Salat oben und unten toppen kann. Dass man dieses Burgerbrötchen halt eben rausbekommt. Dann hast du trotzdem dieses Gefühl vom Essen her mit drin. Das wäre da in dem Fall mein Plan. Also was sich jetzt verändert hat die letzten 4 Wochen, ist ganz klar, dass mein Kopf her und mein Körper so ein bisschen einfach wie so ein Motor sind, der läuft, der rennt. Das heißt, mir gehen manchmal Sachen einfach zu langsam und ich möchte einfach immer in Bewegung sein, ich möchte immer was tun. Das heißt, mir fällt es manchmal teilweise schon schwer, am Abend nach Hause zu kommen und bewusst meine Frau wahrzunehmen, dass sie da ist. Selbst wenn sie mir nur Hallo sagt, mir einen kurzen Kuss gibt und mich umarmt, weil sie mich den ganzen Tag nicht gesehen hat, mich morgens auch nicht gesehen hat. In dieser Zeit, es sind nur 2 Minuten, 1 Minute, aber ich fühle mich da drin wie so, ich will jetzt hier weg, ich will jetzt was machen, ich will jetzt weitermachen. Ich muss noch mein Essen kochen, ich muss noch irgendwie nochmal aufs Laufband gehen und ich will auch eben früh einschlafen. Und das ist gerade so das, was mir wirklich am schwersten fällt, das aktiv wahrzunehmen, dass ich jetzt in dem Moment mit ihr bin. Und auch beim Arbeiten ist es so, dass mir da auch teilweise Sachen einfach nicht schnell genug gehen, weil ich von meinem Kopf her schon wieder einen Punkt weiter bin und dann sage, okay, das müsste jetzt eigentlich schneller gehen, ich will das jetzt unbedingt umgesetzt haben. Das heißt, wird so ein bisschen, ich kann es sagen, ungeduldig. Mein Fokus liegt aktuell dann auf der Arbeit, weil die mein Geld bringt, und auf dem Training. Das heißt, es fallen privat eben Sachen runter. Wie zum Beispiel das mit meiner Frau. Das weiß sie aber auch, wir sprechen darüber offen drüber. Mir fällt es zwar schwer, ihr das ins Gesicht zu sagen. Das heißt, oft ist es so, dass wenn sie nach Hause kommt, ich fahre dann ins Training, dass ich eben dann, bevor ich eben auf dem Weg ins Training anrufe und nochmal erkläre, was jetzt gerade passiert ist, weil ich es einfach menschlich so gerade nicht schaffe. Aber auch dann mit meinem familiären Umfeld, dass halt Sachen hinten runterfallen, dass mir Nachrichten geschrieben werden von meiner Mutter oder von meinen Großeltern und ich die einfach 2 Tage in WhatsApp drin sehe, aber halt nicht beantworte. Ich sehe sie, ich nehme sie wahr, aber ich beantworte sie einfach nicht. Und das ist halt auch was, was nicht ganz so gut ist, aber da liegt irgendwie gerade mein Fokus nicht drauf und mein Kopf nimmt das einfach nicht so auf. Genau, also tatsächlich der Blick in den Spiegel, das, was mich motiviert. Klar, man sieht sich jeden Tag und sieht halt eben nicht die Veränderungen. Ist aber halt trotzdem interessant, wenn man wirklich morgens in den Spiegel guckt im Badezimmer, dass da vielleicht doch wieder irgendwo so ein kleiner Ader mehr drauf ist oder dass doch irgendwelche Streifen wieder mehr drauf sind. Das ist meine Motivation. Und eben diesen Rhythmus, den ich bisher schon gefunden habe, den einfach weiter fortzuführen. Das heißt, es fällt mir aktuell nicht schwer, um 5.30 Uhr aufzustehen und mich eben dann fürs Cardio fertig zu machen, weil ich es halt eben schon seit, das Cardio-Training ja schon seit August letzten Jahres mache, aber halt dieses 5.30 Uhr Aufstehen halt seit 1.1. so durchführe. Das heißt, ich habe meine Struktur drin, ich habe meine Abläufe drin. Mir fällt es da tatsächlich schwer, den Ablauf mal nicht so einzuhalten, weil da, wie gesagt, mein Kopf auch so ein bisschen diesem das, fertig, da eben gerade drin ist. Tatsächlich ist es so, dass die abschließenden Worte sind, dass auf Instagram jetzt die nächsten 4 Wochen gar nicht mehr viel passieren wird bei mir, was Form-Updates betrifft. Vielleicht kommen irgendwelche Bilder noch rein, aber keine Bilder, wo wirklich der ganze Körper mehr drauf ist. Das hat für mich persönlich folgenden Hintergrund. Das kann wirklich jeder genauso machen, wie er es möchte. Aber mit dem perfekten Licht, mit dem perfekten Spiegel, also wenn ich jetzt ein Foto durch den Spiegel auf mich mache, sehe ich auf Bildern viel, viel krasser aus und viel, viel besser aus, als es in Wirklichkeit ist. Und ich möchte halt für mich auf der Bühne diesen Wow-Effekt bringen, weil da zählt es halt eben. Und wenn ich mich jetzt persönlich, wie gesagt, kann jeder selbst so machen, wie er es möchte, aber wenn ich mich jetzt halt auf Bildern ins perfekte Licht stelle,
den Winkel von der Kamera noch so anpasse, dass der Muskel noch voluminöser, noch größer aussieht und ich mich dann auf die Bühne stelle und dann sehen es vielleicht schon einige Leute auf dem Wettkampf und denken sich, okay, der kommt jetzt richtig krass und dann sieht es gar nicht so brutal aus auf der Bühne. Oder auch für mich natürlich persönlich, wenn ich die Bilder mir dann anschaue, nachdem sie irgendwie vom bearbeitet sind noch und dann mich auf der Bühne sehe und denke, okay, krass, das sieht gar nicht so aus wie auf den Bildern, dann ist es für mich demotivierend. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass mit dem letzten Update, was wir jetzt am Sonntag gemacht hatten mit dem Manuel, dass das mein letztes vollständiges Form-Update ist. Vielleicht kommen noch Bilder, wie die Wochen waren davor, aber ab jetzt ist sozusagen still. Und dann kommt das erste Richtige wieder, wenn wir dann am 6.4. auf der Bühne stehen. Oder beim Aufladen davor. Genau, ich freue mich drauf. Freue mich, wie gesagt, auf den Peak Week, freue mich auf den Wettkampf und bin mega stolz oder glücklich drüber, dass ich euch da auch genauso mitnehmen kann in das Ganze. Dass ihr da wirklich einen Einblick bekommt, wie der Wettkampfsport denn so wirklich abläuft.